Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, was sich so bei mir angesammelt hat, nachdem ich so einige Male beim Action war. Vorweg möchte ich sagen, dass ich nicht genau weiß, ob das jetzt nun wirklich, wirklich total neu ist, wie bei den Gemischten hier teilweise. Denn die kommen ja immer wieder rein, ne? Ich glaube, was definitiv neu ist, ist die Aufmachung, worauf sie kleben. Genau. Ansonsten, ja, die Alben werde ich wahrscheinlich nicht alle durchblättern. Ich habe hier sowieso, glaube ich, nur noch ein liegen. Die anderen, die habt ihr wahrscheinlich auch schon in ganzen anderen Hauls gesehen. Da seid ihr mir nicht böse, wenn ich sie jetzt nicht zeige. Aber hier ist dennoch trotzdem was zu sehen. Ich habe mir diese ganzen Blümchen gekauft. Diese hier. Ich glaube, das spiegelt irgendwie total. Kann das sein? Oder? Nee, das geht, ja? Genau. Und dann habe ich noch diese hier, die beiden. Ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, gab es nur vier zur Auswahl? Ich kann mir vorstellen, da müsste es doch mit Sicherheit irgendwie was Dunkleres gegeben haben, oder? So in der Farbe was Technisches. Das kommt so nicht ganz hin. Jedenfalls habe ich gehofft, irgendwie noch was Dunkleres zu finden, habe ich aber nicht. Gut, dann ist es halt so. Was jetzt auch gar nicht weiter schlimm ist. Vielleicht gab es sie auch gar nicht in der Farbe. Das weiß ich gar nicht. Dann habe ich mir die hier mitgenommen. Die kann man eigentlich total einfach selber machen, aber manchmal muss es ja schnell gehen. Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Ne? So, und dann ist man glücklich, dass man sowas griffbereit hat. Okay, meine Kamera spinnt so ein bisschen. Ne? Kann das sein? Oh, auf dem Kopf. Auf dem Kopf wollte ich euch eigentlich nichts zeigen. Ah, niedlich sind sie ja schon, ne? Also absolut. Man kann die ja so super schön kombinieren, ne? So zusammen zum Beispiel. Genau. Ich habe auch mal die hier gekauft. Dann, ich alles runter. Habe ich mir diese Boxen mit Perlen gekauft. Einmal in rosa, rosé, grau und einmal hier mit Babyblau. Dafür habe ich noch gar keine Plan, was ich damit mache, aber besser haben als brauchen. So. So, weiter geht's. Genau, dann hatte ich ja schon diese Blumen gezeigt. Das sind diese Rosen. So habe ich jetzt hier alle. Dann ist ja mal ein Gelb, einmal in Lila, einmal in diesem schönen Blau. Die Farbe erinnert mich ganz besonders an mein Hochzeitskleid. Und einmal in Weiß. Genau. Und dann einmal in diesen beiden schönen, hübschen Farben. So, dann habe ich mir mal diese Dokumenttaschen gekauft. Ich finde die wahnsinnig praktisch. Jetzt knistert das total. Es tut mir leid, aber einmal kurz rausholen. Die kennt ihr ja, ne? Ganz klar, jeder kennt die. So, hör auf zu knirschen. Ich finde die total praktisch, wenn ich an einem Projekt bastel, arbeite und irgendwie nicht fertig geworden bin und ich habe wirklich einen recht kleinen Tisch. Da kommen die ganzen Reste oder die Sachen, die ich halt noch nicht verarbeitet habe, aber sagen wir mal so, das halbe Projekt oder das Ganze, wenn es denn hier reinpasst, da rein. Damit mir ja nichts vom Tisch fällt oder irgendwie verschwindet oder wie auch immer, falls ich zwischenzeitlich an einem anderen Projekt arbeiten muss oder so. Jedenfalls benutze ich sie halt dafür. Ne? So, und dann kann man die immer wieder verwenden, wenn dann, oder wenn ich irgendwie was zeigen möchte, dann kommt hier Papier, dann kommen dann die Stanzen rein, dann habe ich immer alles beisammen, dann weiß ich so, aus diesen ganzen Materialien habe ich dann diese Karte gebastelt oder die Seite von dem Album und so weiter. Genau, davon kann man eigentlich nicht genug haben. Ja, die gab es dann in Blau und einmal in Klar. Ich hätte mir gerne noch ein paar in Klar geholt. Die waren auch total günstig. Ich weiß nicht mehr, ich blende die Preise nicht mehr ein. Genau. Das hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass das so viel Arbeit ist, aber ich glaube, jeder, der Action kennt, kennt die Preise, ne? Also das ist
sind immer die gleichen Preise, die Stanzen kosten meistens immer das gleiche. Wenn ich das dann aus dem Kopf weiß, sage ich es. Ansonsten, ja, fragt sonst noch mal, wenn ich denn die Quittung noch habe, gucke ich noch mal gerne nach für das ein oder andere Teil. Oder die haben ja auch eine Internetseite, kann man ja auch mal schauen, was die Sachen dann gekostet haben oder kosten. Genau, die hier glaube ich irgendwas mit 40 Cent, 42 Cent, 46 Cent, 44 Cent, keine Ahnung, aber irgendwas mit 40 Cent. So, genau, dann habe ich mir eine Farbe, habe ich noch eine, da habe ich mir Blattgold gekauft, und zwar einmal in Roségold, dann einmal in Gelbgold und dann einmal natürlich in Silber. So, die drei Döschen habe ich mir mitgenommen. Huch. Genau, dann kam einmal der Klebeabroller. Der geht immer. Meistens geht der aber immer gar nicht, den benutze ich meistens gar nicht, sondern Mama, hast mal kurz ein. Und dann sehe ich die nie wieder, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr Kinder habt, kennt ihr das bestimmt. So, dann habe ich mir einmal dieses hier gekauft. Das ist ein Raumduft. Und das riecht so, so, so schön. Also gerade dieses in Weiß, ne? Das war bei uns eine lange Zeit ausverkauft. Und dann waren wir jetzt in der Meisterschaft, oh Gott, welche Stadt waren wir? Syrup? Stadt? Ist das ein Dorf? Stadt? Keine Ahnung. Jedenfalls eine halbe Stunde von dort entfernt. Gab es. Ich habe hier gerade eine Quittung. Moment, ich kann mal sagen, welche Stadt war ich denn? Achso, wir waren in Schleswig. So, da gab es das in Weiß. Und bei uns im Action habe ich das hier in. Ich weiß gar nicht, was ist denn das so? Also mein Becher ist rosé. Ich würde sagen eher so rosé. Rosé? Keine Ahnung, jedenfalls. Riecht das auch gut? Meine Nase ist ein bisschen dicht. Aber es riecht echt gut. Aber dieses in Weiß, ne? Das ist. Das werdet ihr nicht bereuen. So, und ich habe das übrigens hier auf meinem Tablett in der Küche stehen. Das ist schon überall gewandert, von einem Regal auf das andere. Und jetzt steht es halt mitten im Raum. Ist auch gut, ne? Aber jetzt habe ich ja dieses hier. Jetzt will ich schon überlegen, wo stelle ich das hin? Also, das gab es auch nur einmal. Ich hätte es mir gerne zweimal gekauft. Das kann ich echt empfehlen. Das ist super, super lecker. Es riecht super lecker. Ja, bitte nicht trinken. Es riecht super lecker. Das ist Raumduft. So, weiter geht's. Einmal Klettband. Es ist nicht für mich. Das hat sich mein Mann eingepackt. Hat damit was vor. Lass ich mal gleich dorthin. Dann. Dazu gibt es eigentlich eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich sie erzählen sollte. Ich weiß nicht, ob mein Mann sie so toll finden würde, wenn ich es jetzt erzähle. Also ich wollte mir dieses hier mal kaufen. Das finde ich jetzt total praktisch für ein Frühstück. Ja? Die Verpackung davon kann ich euch leider nicht mehr zeigen. Das wird dann so selber zusammengebaut. Es ist total schön. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Das ist eine Drehplatte hier. Und ich finde, das macht sich total schön auf dem Tisch. Ja? Natürlich nicht für Bastelsachen, aber... Für Kleinigkeiten zum Frühstück, entschuldigt bitte. Jetzt habt ihr meine Hände am Gesicht gehabt. Aber das wollte ich mir irgendwann kaufen. Und ich war nicht alleine im Action, stand mein Mann da. Und dann sagte er, was wollen wir mit diesem, wie hat er das genannt? Ne, nicht Ding, aber so ein Ding, was man eigentlich nicht braucht, ne? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gemeint, wie meinst du das? Sagt er, stellst du da, dafür muss man ja Platz haben, dafür musste man dann erstmal andere Dinge, die man nicht braucht, wegschmeißen. Oder halt entsorgen. Und ich war echt sauer, ne? Ich dachte, der spinnt ja wohl, ne? Ich habe doch hier nichts, was man nicht braucht. Ich brauche alles. Alles, was ich hier habe, brauche ich. Dann habe ich gesagt, gut, dann brauche ich das eben nicht, dieses Ding. So. Und das ging mir die ganze Zeit aus dem Kopf. Und irgendwann, ich weiß nicht, zwei Tage später, ein Tag später, ich weiß es nicht mehr, ist auch unwichtig, waren wir einkaufen und er hat mich im Laden aussteigen lassen, bin ich einkaufen gegangen, dann hat er mich später abgeholt, dann waren wir zu Hause und dann packt er den Einkauf in die Tüten
im Auto ein und sehe ich dieses Ding, ne? Und ich so, wo kommt das denn jetzt hier? Dieses unnötige Ding, ne? Dann sagt er, ja, habe ich dir gekauft, das fandst du doch so schön, ne? Ein schlechtes Gewissen gekriegt. Und jetzt sagt er, jetzt muss ich ja eine Stunde früher aufstehen, Frühstück zu machen, denn damit es da drauf so schön aussieht, mit diesen ganz kleinen Häppchen und Obst geschnitten in kleinen Schälchen und so weiter, und dann dafür braucht man eine Stunde extra. Ich sag, aber das Auge isst ja mit. Ich finde das schön, wenn das auf dem Tisch so schön hergerichtet ist, ne? Also, wie gesagt, wer auf sowas steht, ne, den kann ich so etwas nur empfehlen. Ich bin froh, dass ich dieses Ding habe. Oh Mann, ey, kein Kommentar. Ich hoffe, dass sie guckt sich das hier nicht an. Ich glaube, er findet das nachher weniger witzig. Aber so ist das. Und es tut mir leid. Eigentlich wollte ich darüber gar nicht so viel erzählen. Aber ich rede nochmal gern. Und naja. Jedenfalls war das eine witzige Geschichte. Fandet ihr nicht auch? Dann habe ich mir, Moment, das waren 5 Stück, das weiß ich. So. Die hier gekauft. Und die habe ich mir auch in Schleswig gekauft. So, leider nicht in Hamburg. Wir haben hier mittlerweile, glaube ich, 3 Filialen. In Norderstedt gibt es eine und dann gibt es noch eine in Hennstedt-Ulzburg. Also das sind die Filialen, die ich so anfahren würde. Obwohl in Hamburg würde ich nicht alle anfahren. Die eine, die ich regelmäßig anfahre, würde ich am liebsten auch nicht anfahren, weil das lohnt sich einfach nicht. So, mit ganz netten Worten, das lohnt sich einfach nie. Aber die ist halt immer auf dem Weg zum Kindergarten, vom Kindergarten. Und eigentlich ist diese Filiale in der Straße, in der ich lebe, aber unsere Straße ist kilometerlang. Mehrere Kilometer lang. Daher, ja, so zwangsweise besuche ich diese Filiale, aber jedes Mal ärgere ich mich darüber, ne? Also, naja, also es lohnt sich immer, woanders hinzufahren. Und da habe ich diese Pinsel mal bekommen, ich weiß gar nicht, vom Dreivierteljahr. Ich weiß nicht, vom halben Jahr. Es ist verdammt lange her. Da habe ich damals 2 Stück gekauft und dann immer wieder seitdem geschaut und auch in anderen Filialen leider nie was bekommen. Und jetzt in Sürup, nein, Quatsch, in Schleswig, tut mir leid, in Schleswig habe ich 5 Stück ergattern können. Also da waren, ich glaube, keine Ahnung, 20 oder so. Dann im Auto später habe ich gedacht, oh, hätte ich am liebsten noch mehr mitgenommen. Ihr wisst wahrscheinlich, wofür man die benutzt. Also die natürlich zum Schminken. Die sind übrigens echt gut. Also ich komme mit denen total gut klar. Schmink mich mit denen auch sehr, sehr gern. Also mit denen hier, mit denen. Ja, kann man. Meistens habe ich aber keine Zeit. Dann nehme ich immer dieses Ding für alle, für alles. Und dieses hier benutze ich natürlich für die Schablonen. Ne? Also die finde ich richtig gut. Und ich finde, die sind so schön. Ne? Also diese ineinander fließende Farben, wollte ich sagen, sind so schön. Genau. So, mal da rein. Dann habe ich mir. Jawohl. Ich muss einmal ganz kurz was aufheben. Das habe ich jetzt gerade runtergeschmissen. Diese Tapes gekauft, diese Diamanten-Tapes. Und zwar einmal in dieser Farbe. Oh, das ist schön. Ich glaube, das kommt so richtig rüber, ne? Wie das. Die funkeln die Steine dann einmal in Schwarz-Silber oder ja. Und dann nochmal in diesen 2 Farben. Ich weiß nicht genau, ob die neu sind. Für mich schon. Da gab es noch ein Doppelpack. Ich glaube, die waren so bunt, 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 bunte Mischung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich die nicht gekauft habe. Vorhin habe ich noch nachgedacht, Mensch, hä, wieso hast du die nicht mitgenommen? Für irgendwas hatte ich sie mit Sicherheit verbastelt, aber okay, es ist halt wie es ist. Kann ich nicht ändern. Habe ich nicht gekauft, aber vielleicht habe ich ja Glück woanders. Aber diese Farben habe ich mir mitgenommen. Übrigens, auf einer Rolle sind, also es ist 2 mal 15 mm breit und 1 Meter lang. Und die kosten etwas unter 1 Euro. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber irgendwas mit 90 Cent. So, dann habe ich mir. So, wo fange ich denn jetzt am besten an? Jetzt habe ich hier nur so einen Haufen auf dem Tisch, was ich euch gerne zeigen wollte. Ne? Damit machen wir es später. Habe ich mir Stanzen gekauft. Diese hier. Ich kann mir vorstellen, dass es die eine oder andere schon in ihrem Haul gezeigt hat. Ich glaube, es gibt insgesamt 7 Stück. Ne? Wartet mal. 6, 7. Ich habe alle 7 bekommen. Die hat mein Mann mir gekauft. Daher kann ich nicht sagen, welche Filiale, aber es ist, glaube ich, auch egal. Und ich glaube, die haben 2,99 € gekostet. Genau.
Ich kann ja einmal ganz kurz in die Kamera halten, ne? Das ist einmal diese Stanze hier. Einmal diese hier. Dann einmal diese. Die finde ich so süß. Also super niedlich. Dann diese. Diese hier. Und die ist auch süß. Oh Mann, die ist echt Zucker. Genau. Diese. Die sind wieder zum Achten hier. Dann habe ich mir einmal diese Chipboard-Sticker gekauft. Die habe ich mir gekauft, weil ich ja so gerne Alben bastel. Und ich finde, zum Dekorieren gehen die super. Genau. Und dann nochmal diese hier. So, dann habe ich mir noch diese Sticker gekauft. Ebenfalls zum Dekorieren. Ich bin jetzt gerade dabei, Schokoladenverpackungen zu basteln und ich kann mir vorstellen, dass da ein oder andere Sticker eventuell heißt nicht, dass ich tatsächlich mache, aber eventuell, nicht ausgeschlossen, ja, dahin gelangt. Finde ich ja so süß, ne? Oh Mann, kennt ihr die hier? Die da? Ich fand die als Kind ja immer schon wahnsinnig, ne? Also wahnsinnig toll. Oh Mann, aber ich habe es nie so schön hingekriegt, ne? Ja. Eine Blume ging gerade so, aber der Hund, der war total schwer. Den habe ich da nicht hingedreht bekommen. So, und einmal diese Sticker. So. Ich habe diese Schablonen gekauft. Diese Stencils. Ach, und wo wir gerade dabei sind, vor mir liegen die hier, die habe ich mir auch gekauft. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, die habe ich mir tatsächlich zweimal gekauft, denn ich bastle ja so gerne mit meinem Kleinen und der hat auch so Schablonen, allerdings nicht von Action, sondern von Chibo und ich glaube von Rossmann, gab es so richtig feste Schablonen und die betupft auch so gerne und das ist so niedlich. Wir haben zu Ostern gebastelt und da hat er so ein Schiff gemacht, ne? So Schiff getupft. Und dann mit den Fingern haben wir dann das Meer gemacht und den Himmel. Das ist total schön. Das wird jetzt eingerahmt. Da bin ich gerade dabei. Und dann werden wir das aufhängen oder aufstellen. Wir schauen mal. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, wenn ich die jetzt total finde, dann landen sie halt bei mir in der Bastelkiste. Aber zwischendurch darf er das natürlich auch. Ne? So auch von mir, wenn ich sie selbst wenn ich sie gut finde. Aber kann nichts zu sagen. Ich habe sie noch nicht getestet. So, dann haben wir einmal diese Stencils gekauft. Habe ich. So. Die sehen so aus, da sind die Motive, die da drin sind. Und ich wollte mir gerne ja mal eine Schablone anschauen, anfassen, angucken. Suche mir gleich mal eine aus. So, und dann einmal diese Muster gibt es. Das sind immer 5 Stück pro Verpackung. Und dann einmal die hier. Die hier finde ich, glaube ich, ganz besonders cool. Und praktisch, da mal wieder nehme ich das Alphabet und das wollte ich gerne rausholen, denn... Ja, die Kinder müssen zwischendurch Plakate basteln, ne? Die Kinder. Und dann heißt es, Mama, hast du mal. Du musst aber helfen und so. Und die finde ich richtig gut. Die sind ganz schön fest. Also die sind besonders fest. Die finde ich richtig gut. Ich glaube, von denen hole ich mir noch ein Set. Na, dann geht das immer so ein bisschen schneller und vielleicht auch ordentlicher, keine Ahnung, wenn man 2 Alphabet-Schablonen hat. So, packe ich später wieder rein. So, dann mache ich hier mal weiter. Also Alben zeige ich einfach nur mal so hoch. Ich blättere sie jetzt nicht durch, oder? Nee, ich glaube, das wollt ihr gar nicht. Ne? Die habt ihr sicher ja schon gesehen. Und das blendet so. So, ich gehe mal ein bisschen nach hinten. Oh, ich gucke mir das jetzt mal eben selber an, ne? Sehr schöne Motive und die Farben sind so schön. Sehr schön. Dann habe ich mir dieses hier gekauft.
Sehr schön. Gefallen mir super. Den Blümchen und den Schmetterlingen, ne? Die sehen doch toll aus. Dann habe ich hier noch eins mit diesen Motiven. Auch schön, ne? Also dieser Block wird wahrscheinlich in meinen Planer enden. Da bin ich mir mehr als sicher, jedenfalls dies, mit dem Schwarz und Gold. Dieses Muster, das passt da super rein. So, dann habe ich, was zeige ich als nächstes? Ich glaube, ich greife mal hier zu. Und zwar habe ich mir so Frühstücksboxen gekauft, aber nicht für Aufschnitt, Käse und so, sondern für meine Stempelkissen. Die Stempelkissen von Action. Ich habe sie früher in diesen kleinen Boxen auch bewahrt von Teddy und ich glaube, Woolworth hatte sie. Die jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 € kosten, wo jedes Kissen einzeln dann in so einem Kästchen lag. Aber das wurde zu viel. Ich hatte dann echt so ein Fach nur mit diesen Kissen. Da habe ich gedacht, nee, das nervt mich irgendwie. Ne? Und dann passen da, glaube ich, auch nur irgendwie 8 Kissen rein. Acht? Ich glaube 8. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. 8? 12? Ist ja auch unwichtig. Jedenfalls finde ich diese Lösung jetzt für mich persönlich besser. Hier mal. Und zwar, schaut mal. Das ist jetzt gerade zu laut, weil da so ein bisschen Platz frei ist, ne? So. Und dann habe ich sie halt sortiert. Dann habe ich hier einmal halt, ne, alle die Rottöne. Dann habe ich hier die Grau-Schwarztöne. Und dann, ne, die kann ich jetzt nicht halten, dann muss ich jetzt mal rüber. Und dann habe ich hier die Gelbtöne, Gelb-Orange-Töne. Ich finde die total praktisch. Jedenfalls besser als vorher. Genau. Und dann habe ich, wie gesagt, die ganzen Töne beieinander. Und was ich, womit ich jetzt gerade bei bin, ist die zu markieren von oben. Ich kann das mal von hier zeigen. Das heißt nicht so schlau. Da liegt zum Beispiel einer. Der ist schon. Na, fixierst du das bitte? Das ist jetzt schon mal markiert. Und zwar habe ich immer noch diese die Rückseite von der Verpackung der Stempelkissen. Und da stand sie. Ich dachte, ich habe es mitgebracht, habe ich aber scheinbar doch nicht. Okay, und wichtig dann stand sich die Farben hier aus, die Nummern und markiere sie von unten. Denn die liegen ja auf dem Kopf und so geht das dann schneller. Ne? Also ich habe dann zwar die Möglichkeit, sie zu schauen, aber dann nicht mehr auf der anderen Seite zu suchen. Genau. Die kosten etwas mit 4 € ein paar Fettstücke. Ich weiß nicht mehr genau, also knapp 5 € und sind von irgendwie was drauf. Nee, die Firma kann ich jetzt nicht mehr nennen. Weiß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, die gibt es bei Action und ich glaube, die gibt es noch nicht so lange. Also, wer das gerne so aufbewahrt haben möchte, den kann ich das wirklich nur ansetzen. Achso, und übrigens, da passen rein. Das wollte ich auch nochmal sagen. Habe ich denn jetzt hier so eine volle Seite? Ja, hier, guck mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stück. Na? Also, hier drin sind 20 Stück. Und ich glaube, da könnte ich noch einen reinpacken. Reinkriegen. Genau. Stelle ich einmal hier nochmal wieder zurück. Dann habe ich mir Kugelschreiber gekauft. Sind die nicht bezaubernd? Diese 2 Kulis. Da ist Glitzer drin, da. Seht ihr das? Oder sieht man ja sogar, oh Mann.
total schön, ne? Und zwar, ich habe hier sogar meine Planner noch liegen. So, da habe ich so meinen ganzen Haufen. Also das ist nicht der ganze Haufen, aber ist ja unwichtig. Der ist hier ganz neu. Und dann dachte ich ja direkt, ne? Also der wird ja passen. Oh, der sieht so schön aus. Findet ihr nicht auch? Aber ich könnte auch den rosanen da benutzen, den von innen. Also wie ihr seht, ist der noch gar nicht ja, eingeräumt. Auch rosa passt, ne? Weil der von innen rosa Federn hat. Das sieht so schön aus. Ich glaube, wenn man das hier so runterzieht oder abmacht, das mache ich mal eben, weil die behalte ich ja, ne? Aber schaut mal, wenn man dieses Teil hier, was drumherum ist, abmacht, ja, dann hat man einen super schönen Kuli, der super schön eingepackt ist, ja. Wo nichts mehr draufsteht, ist der nicht super schön zum Verschenken. Oh, ich liebe die. Am liebsten hätte ich den noch in Schwarz genommen, aber der Schwarze, der war. Was war denn da oben? Ein Pferd? Irgendwas war da oben. Also hier ist ja ein Schmetterling und da ist eine Muschel. Und der schwarze Kuli hatte. Ich weiß nicht, was habe ich gedacht. Das geht doch nicht. Warum? Warum? Aber ich meine, Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich, aber ich konnte mit dem einfach nichts anfangen. Denn ich, wie gesagt, habe ja noch so einen schwarzen, der ja dazu passen würde. Aber der würde auch passen, weil da ist ja so viel Gold mit dabei. Und hier ist ja auch so Gold. Genauso wie der hier. Ich muss mal gucken. Da gab es auch, wie gesagt, ich glaube insgesamt nur 4 Stück. Zwei in Schwarz und einmal rosa und einmal blau. Die habe ich ja dann gekauft. Übrigens auch in Schleswig. Ich hoffe, dass unser Action auch so was Schönes demnächst hat. Denn da habe ich nämlich noch was gefunden und dachte ich, oha, das ist ja cool. Das möchte ich auch direkt ausprobieren. Und zwar das hier. Das ist ein Label Maker. So, und als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, naja, also der Preis, den nehme ich mit, weil ich habe mal für den dreimal so viel bezahlt. Und zwar damals bei Panduro, wird das richtig ausgesprochen? Bei Hobby Pandoro oder Pandoro Hobby oder wie auch immer, die gibt es ja leider bei uns nicht mehr. Wir hatten im IZ und im Elbe Einkaufszentrum jeweils eine Filiale und in Phoenix Center und ich glaube auch in der Innenstadt, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls, diese ganzen Läden wurden geschlossen und da gab es echt schöne Sachen. Da gab es alles. Wenn man basteln wollte, dann war das schon eine nette Adresse. Aber gut, wie auch immer. Ach so, ja, genau. So hieß der Laden. Da. Na? So hieß der Laden. Und damals habe ich mir dieses Teil hier gekauft und ich würde die gerne vergleichen. Und ich habe damals mir Patronen gekauft. Mal eben ganz kurz gucken, dass ich da. Was habe ich denn da geschrieben? Huch! Na, 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 na. Ah, unsere Nachnamen. Für die Türklingel, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr, ist auch egal. Schwarz, schwarz. So. Die Patronen habe ich mir damals gekauft und für die habe ich echt viel bezahlt. Ich glaube, damals habe ich für so ein. Ich weiß nicht mehr, ob es die so gab oder einzeln so viel bezahlt wie für den einen, was der bei Action kostet. So, dann mache ich den mal aus mit euch zusammen. Ich hoffe, ich weiß noch auf die Schnelle, wie es funktioniert. Wenn nicht, hat man hier hinten noch so eine Anleitung. Aber ich glaube, die funktionieren ja alle gleich, weil der sieht ja genau identisch aus, ne? So, das hier wird einmal. Okay, ich muss mal gucken. Das kann man austauschen. Das finde ich jetzt sogar witziger. Denn du hast hier einmal Großbuchstaben, das große Alphabet und hier hast du das kleine. Das ist ja cool. Das kleine. Und dann hast du hier noch, das ist ein Unterschied. Jetzt geht's los. Ich muss mal ganz kurz meine Brille aufsetzen. Oh, erschreckt euch bitte nicht. Genau. Hier haben wir einmal, hier hat man einmal, wollte ich sagen, noch das Zifferblatt mit dabei. Also die Ziffern. Und hier hast du @-Zeichen und Zeichen und so weiter und Hashtag und so weiter. Und das hast du hier nicht. Genau, das ist der Unterschied. Okay, cool. Ich glaube, wenn ich hier hinten reindrücke, dann kriege ich das raus, oder? Na? Genau. Da muss man aber echt ordentlich reindrücken. Was ich da. Warte mal.
Also einfach ist das jetzt nicht, aber ich weiß, wie es funktioniert, aber ich kriege gerade nicht hin. Also man drückt das hier zusammen und presst da rein und dann kann man das Ganze jetzt hier so hochheben. Nur ich schaffe es gerade nicht, das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Aber ich will mal ganz kurz die Patronen vergleichen. Die sind absolut identisch, ne? Also das ist das, was beim Action-Teil drin ist. Und das hier ist. Hey, das ist sogar cooler gemacht, ne, als das für andere. Denn hier hat man sogar noch so ein. Hier, ne? Damit auch jeder weiß. Ne? Da ist der Pfeil. Da lang bitte. Das ist bei dem hier nicht beschrieben. So. Dann nehme ich das hier einmal raus. So, ja. Hack das hier einfach so rauf. Na, komm schon. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Also bei dem Teil auf jeden Fall. Okay. Also, wir stecken, ne, dieses hier da rein. Also praktisch so. Allerdings muss ich das ein bisschen mit Gewalt machen. Kriege ich einfach sonst nicht drauf. Okay, ich hab's. So. Und ich würde sagen, wir stecken erstmal das Band da durch. So. Und dann stecken wir das hier so rein. Na? Dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir hier unten diesen Strich. Und da, was da drauf steht, na, was man dahin richtet, so durchdrehen, das wird dann gedruckt. Gepresst, gedruckt. Was man auch dazu auch immer sagen sollte. Ich habe mir überlegt, ich habe hier so eine Schokoverpackung gebastelt und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen verschönern, indem ich hier Love drauf schreibe. Und das machen wir gerade mal eben zusammen. So. Geht er denn hier nicht weiter? So, er geht jetzt hier weiter. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr den Anfang erreicht. So, dann mache ich mal eben L, ein L hätte ich gern. So, komm schon, ein L. So, dann wenn man dann auf den Buchstaben ist, den man gerne haben möchte, drückt man einmal richtig gut drauf. Na, so richtig bis zum Anschlag. Dann geht man zum nächsten Buchstaben. Das wäre das O. Na, dann drückt man nochmal ordentlich drauf. Dann zum nächsten Buchstaben, den ich brauche. Ein V und ein E. Das E. So, und wenn wir dann fertig sind, gehen wir einmal auf die Schere. So, und dann schneiden wir das Ganze einfach mal ab. So. Okay, aber das möchte nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Also er hat nicht abgeschnitten, aber er hat es versucht. Da sieht man daran, das finde ich jetzt ein bisschen. Naja, ich bin nicht begeistert, ja? Ich lasse es mal da dran, denn ich möchte gerne das gleiche nochmal, auch in Schwarz. Mit dem Teil hier ausprobieren, ne? Also das habe ich dann jetzt hier so angespannt. So, blum, blum, blum. Dreht sich besser. Kann ich nicht anders sagen. Warte mal so. L, O. Achso, gut, doch. V.
Hier kann ich auch problemlos rückwärts drehen, also gegen den Uhrzeigersinn und Love. So, und dann dünn, 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 so ein bisschen weiter. Und jetzt schneide ich ab mit der Schere. Drück einmal drauf und hab's. Ergebnis. So und. So. Ich probiere es nochmal. Ich möchte ja nicht aufgeben, ne? Aber begeistert bin ich davon nicht. Also das fällt mir auch hier ständig raus. So, nochmal zurück. Also nochmal L. Hört ihr das Knacken? Das ist auch schon so. Was ist passiert? Gott, ich glaube, ich habe es geschrottet. Wir werden es sehen. Huch! Jetzt fällt mir das auch noch runter. Okay, ich mache jetzt einmal weiter. V. Gegen den Uhrzeigersinn. E. Und jetzt kommt Schere. Nein, nein, nein. Aber er hat auch das L gar nicht genommen. All guten Dinge sind drei, ja? Ich meine, jetzt ist er aufgewärmt. Jetzt wird es vielleicht funktionieren. Das finde ich echt schade, wenn das nicht geht, ne? Also. L. L. O. V. E. Okay, und jetzt, es hat funktioniert, er hat sauber geschrieben. Sauber. Und dann? Also die Schere da, die ist, kannst vergessen. Das heißt, wir drücken hier so noch ein bisschen weiter, bis es dann so genug rausrutscht und schneiden es ab. Okay, Versuch Nummer 3 hat geklappt. Okay, also das ist dieses von Hobby Banduro und das hier ist das von Action. Ne? Ja, jetzt habe ich natürlich dieses ganze Stück jetzt auch verschwendet, indem ich versucht habe, diese Schere hier zum Abschneiden zu verwenden. Das hat nicht funktioniert. Also das Ding schneidet nicht. Jedenfalls meins nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Montagstyp, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Schade, macht aber nichts. So, ich packe das mal eben. Aber ich bin auch gespannt, wie ich denn dieses hier. So, jetzt hole ich das mal raus. Wechsel, ne? Das hat ja auch nicht geklappt, so. Ja, keine Ahnung. Aber hier, schaut mal. Zack. Habe ich das raus. Achso, das sollte ich vielleicht auch erstmal rausziehen, ne? Das habe ich dann so raus, ne? Also problemlos. Oh Mann. Ah, okay, alles klar. Nur das problemlos. Zack, ist es drin. Und bei dem Teil, okay, es geht. Es geht. Das war wohl zusammengeklebt, ja. Das gehört nämlich so. Sie sind die Sachen oder nicht zusammengeklebt? Weil hier ist doch Kleber. Oder ist das etwa die Schere? Oh Gott, das ist die Schere. Damit soll das schneiden. Das kann doch im Leben nicht funktionieren. Moment. Das da ist die Schere. Wenn ich das mal so drehe, seht ihr das? Wie soll das denn bitte schneiden? Kein Wunder, dass das nicht geht. Das funktioniert nicht. Also bin ich jetzt beruhigt und dann. Oh, so, hole ich das raus. Das muss ich dann jetzt nochmal so einpendeln, dass das praktisch die Buchstaben übereinstimmen mit dem hier. Oh mein Gott. Oh, und tausche einmal aus, stecke denn das
Innenteil hier nochmal rein. So, und dann ist es schon gewechselt. So funktioniert das. Okay, macht nichts. Jedenfalls habe ich ja mein Wort ausgestanzt. Wo finde ich das jetzt? Da. Also ich nehme auf jeden Fall das von Hobby Pandoro. Das ist mir doch ein bisschen hübscher geworden. Und jetzt habe ich hier eine Schokoladenverpackung gebastelt. So, die wird hier so verschlossen mit einem Magneten. Dann kann man das so schön aufmachen. Klar, habt ihr das gehört? Ne? Jetzt, einmal bitte hören. Nochmal. Wieso klackert das jetzt nicht? Oh nein, jetzt weiß ich's. So. Ah, da war's. Da. Genau. Das werde ich mir noch ein bisschen kürzen. Aber in gerade. Noch ein bisschen. Und ich glaube, ich bringe das hier unten nochmal an. So, da unten. Ne? Das steht jetzt hier ja überall auf dem Papier Love drauf. Ich hatte erstmal überlegt, irgendwie hier oben anzubringen. Und man, was meint ihr? Ne? Manchmal ist das so, das ist eigentlich alles fertig. Das ist eigentlich auch gar nicht nötig, da drauf zu sein. Aber man, so, jetzt möchte ich das aber drauf haben, Punkt. Egal wie, egal wo. Oder doch hier oben? Scheinbar nicht. So. Oder doch hier unten? Ich weiß es nicht. Ich überlege mir das noch. Ihr könnt mir ja sonst schreiben, was ihr schöner findet. Oder vielleicht ganz weglassen. Ich habe übrigens noch eine weitere Schachtel gebastelt. Verpackung, besser gesagt. Und zwar die hier. Genau, der hat hier so eine Tasche. Und wenn wir das hier so aufmachen, upsala, jetzt fällt mir hier einfach alles auseinander, das gibt's doch nicht. Wenn wir die dann hier so auseinander machen, da haben wir nämlich die Schokolade. Das ist eine Stanzschablone von JM Kreation. Genau, die hier übrigens auch, die kleinen, Gott, wie heißen die denn? Da muss ich nochmal nachgucken. Tickets, ne? Genau, Tickets. Die sind auch von JM Kreation und die Stempel auch, falls das jemand wissen möchte. Und was ich eigentlich aber sagen wollte ist, das Papier, genau, da komme ich jetzt. Das Papier ist aus dem aktuellen Blog von Action und zwar aus diesem hier. So, habe ich das gerade auf den Kopf gehalten? Nee. Genau, aus diesem Blog. Genau, das ist, schaut so aus. Ich halte das gerade voll auf den Kopf, ne? Vielleicht so. Ja, genau, da sieht man ja, ne, das, was ich da rausgeschnitten habe, was ich benutzt habe und so weiter. Genau. Und im Moment bin ich gerade dabei und habe noch die hier gemacht. Ist auch total niedlich, ne? Das ist übrigens auch dieser, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie heißen die? Ticket, ne? Ja. Genau. Machen so Magneten. Da kommt dann die andere Schokolade rein, die in meinem Kühlschrank liegt. Ist dann bereit zu verschenken. Genau. Diese Stanzen, die sind übrigens auch vom Action. Und das Alphabet hier auch. Dieses hier. Ist gerade nicht aktuell, aber ist noch gar nicht so lange her. So grad, und bei der bin ich gerade bei, die gerade zusammen zu basteln. Jetzt habe ich mir vorhin überlegt, also wer diese toll findet, wir könnten die gerne nachbasteln ohne Stanzschablone, weil ich glaube, das ist echt einfach.
Und kann mir auch vorstellen, dass das ruckzuck geht. So, habe ich euch jetzt alles gezeigt. Jetzt müsst ihr auch mal ganz kurz überall hinschauen. Ich glaube schon. Ich glaube, ihr habt jetzt alles gesehen. Ach so, und als nächstes zeige ich euch dieses Album hier. Das steht doch schon lange fertig und das werde ich euch ganz ausführlich zeigen. Übrigens auch auf Instagram. Da zeige ich euch die einzelnen Seiten nochmal und die einzelnen Text und alles Mögliche, was hier noch so drin steckt. Unter anderem auch diese interessanten Teile hier. Die hier. Ich wette, der ein oder andere weiß genau, was das ist. Oder? Jedenfalls fand ich die total witzig. Ich dachte, ey, sowas kann man doch auch als Deko verwenden. Genau, das werde ich euch dann im nächsten Video zeigen und auch mit euch zusammen basteln, beziehungsweise nicht komplett das ganze Album, aber ich zeige euch, wie die einzelnen Seiten funktionieren. Und der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt und jeder kann und wer möchte, es dekorieren und nachbasteln. Auf jeden Fall sind das kleine Klopapierrollen, genau. Und eigentlich ganz einfach zu machen. Sieht witzig aus. Und ja, auch was Besonderes, ne? So, aus Klopapier, roll. Genau. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass der ein oder andere etwas gesehen hat, was er noch nicht gesehen hat. Und wenn er auf die Jagd geht, das bekommt, was er möchte. Ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch alles Gute. Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mich auf Instagram besucht und mich da auf meinen Stories begleitet und euch die Sachen anschaut. Wie gesagt, ich werde davon was posten. Ich werde von anderen Sachen noch euch dort zeigen. Unter anderem habe ich einige Geschenke bekommen. Einige ist gut, wahnsinnig viele Geschenke bekommen und das möchte ich euch auch zeigen. Unbedingt. Ich freue mich über euch, über nette Kommentare und über natürlich Daumen hoch und ach, es war schön mit euch wieder zu plaudern. Schaltet wieder ein. Bis bald.